Einen wunderschönen guten Tag hier auf meinem YouTube-Kanal Elektro-Ronny. Ich bin der Ronny und wir machen heute mal den Ladetest. Und zwar das Tesla Model Y von 2022. Wie schnell lädt es denn eigentlich? Ich war heute mit der Community in Kamen bei dem ENBW-Ladepark. Den haben wir uns angeschaut. Super nice. Wer das verpasst hat, ich verlinke euch hier den Livestream unter diesem Video. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Der ging übrigens über 8 Stunden. Kann ich schon mal spoilern, weil So, auf jeden Fall wird auch gerade hier aufgezeichnet noch, während wir quasi streamen, mache ich schon das Video. So, der Tesla motzt schon. Und zwar, ich zeige es euch mal. Der Tesla sagt schon, Wächtermodus ist nicht möglich, ne, weil nur noch 8% im Akku. Ja. Hier steht auch Batterieladestand sehr niedrig. Fahrzeug verbraucht Batterieladung im Ruhezustand. Jetzt laden, damit das Fahrzeug weiterhin starten kann und keine möglichen Batterieschäden auftreten. Wir empfehlen, die Batterie jetzt zu laden. Das machen wir. Okay, ich nehme euch mal mit. Wir gehen jetzt an den V3. So, lassen wir hier raus. So, am V3 ziehen wir uns den Stecker, machen natürlich hier Knöpfchen, Klappe geht auf. Wir stecken an, er kommuniziert, blau und nix. Doch, jetzt fängt er an zu kommunizieren. Und grün. So, wir gehen wieder ins Fahrzeug und im Fahrzeug zeigt er uns jetzt an, wie schnell er laden wird. Und da geht er hoch. 150, 160 kW, 170 kW, 180 kW, 190, 200, 220, 230, 232. Da hört er jetzt auf. 228, 26, jetzt geht er auch wieder runter. Das ist wahrscheinlich, weil ich mir das gerade teile, wahrscheinlich auch. Also 220 kW. Und ja, ich lasse ihn jetzt einfach mal ruhig bis so, ja, ich sag mal so 60-70% lasse ich ihn jetzt vollladen. Und ich melde mich dann gleich bei euch wieder, wenn ich weiß, wie voll er ist oder besser gesagt, wie lange hat es gedauert. Kurz für euch, fürs Video, 16.25 Uhr wurde das Laden gestartet. Ja, also 16.25 Uhr, wir sind jetzt schon bei 11%. Er hat noch 205 kW aktuell. Ja, das ist wahrscheinlich, weil neben mir steht ein Model X und daneben steht noch ein Model S. Ja, wahrscheinlich teile ich mir das gerade mit dem. Wir sind bei 12%, das geht hier relativ schnell. Aber ich lasse es mal laufen. Ich melde mich gleich bei euch wieder, wenn ich weiß, wie viel wir im Akku haben und wie lange es ungefähr gedauert hat. Also haltet im Kopf, 16.25 Uhr. Ich sag mal, bis später. Ich will nur mal ganz kurz auf den Chat eingehen. Der Chat schreibt gerade aus dem Livestream, wir vom Chat sind halt nur Menschen zweiter Klasse. Ronny hat die Leute in den YouTube-Kommentaren viel lieber. Wollte ich nur mal festhalten, ja. Das stimmt aber gar nicht. Ich habe alle beide gleich lieb. So, wir haben 16.28 und sind bei 20%. Wir könnten jetzt theoretisch natürlich nach Hause fahren und zu Hause in Ruhe weiterladen. Gar keine Frage. Wenn du zu Hause laden kannst, ist das halt sowieso gar kein Problem. Wir sind bei 182 kW aktuell bei einer Ladeleistung, bei einer Stage of Charge von 21%. Wir haben 16.28 Uhr. Und ich lasse mal weiter laufen und werde euch gleich wieder mit reinholen. Also bis gleich. So, wir haben jetzt 16.30 Uhr. Wir sind bei Stage of Charge von 26%. Ich zeige es euch mal eben hier auf dem Display. Wir sind bei 166 kW immer noch. Wir haben 16.30 Uhr, also 5 Minuten vergangen. Und wir haben 27% im Akku. Ja. Also ich sag mal, ich kann damit locker leben. Gar kein Problem. Ich glaube, der Akku hier, der ist etwas schneller als der alte von dem Y aus 2021. Ja, ich melde mich, wenn wir so 50-60% erreicht haben. Bis gleich. Übrigens, der Stream-Chat meint, er wird gemobbt. Soll ich ihn mal mobben? Also euch im YouTube-Video mag ich eigentlich lieber als den Stream-Chat. Spaß. Ich bin's wieder. Wir haben 51% im Akku.
nach genau 16.39 Uhr. Das heißt, eine Minute noch, dann haben wir hier 15 Minuten Standzeit. Er ist jetzt bei einem Stage of Charge von 51% bei 101, 102. Ja, er kämpft so mit 101, 102 kW. Aktuell 16.39, also noch eine Minute. Dann haben wir 15 Minuten Standzeit. 8% hier angekommen. Jetzt haben wir 16.40 Uhr. 52%, das heißt, wir haben jetzt von 8 auf 52 geladen in 15 Minuten. Ja. So, er hat aktuell noch 99 kW Ladeleistung. Ja, so viel dazu vom Ladestandpunkt jetzt nach 15 Minuten. Ich melde mich, wenn wir die eingestellten 69% erreicht haben. Da bin ich wieder. Wir sind 1% vor unserem eingestellten Ladelimit von 69%, also 68 aktuell. Er lädt noch mit 73 kW und wir haben jetzt 16.49 Uhr. Das würde bedeuten, wir haben exakt, wird berechnet, verbleiben. Ja, der berechnet jetzt gerade was. 69% sind fertig. Wir haben 16.49 Uhr, das heißt, wir haben exakt 25 Minuten. Und auf der Uhr kommt auch schon der Hinweis, zieh den Stecker ab. Also, da wisst ihr Bescheid. Ja, der hat auch jetzt die Leistung gedrosselt, da ist es. Ja, ich stecke mal ab. Sekunde mal eben. Also, dann können wir mal festhalten. Zack. Dann können wir mal festhalten, wir haben exakt 25 Minuten hier gestanden und haben jetzt von den besagten 8% auf 69% geladen. Die 69% habe ich extra gemacht, damit ich euch ein bisschen triggern kann. Ich denke, es hat funktioniert. In diesem Sinne, ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Werde jetzt hier mit dem Streamchat, weil ihr wisst, ne, die sind halt auch wichtig, genauso wie ihr auch. Aber der Streamchat war halt schon die ganzen 8 Stunden dabei. Wie gesagt, schaut mal unten in den Kommentarbereich, also Videobereich. Da habe ich nämlich die gesamten 8 Stunden für euch verlinkt. Wer Bock hat, kann die sich da mal reinziehen. Und ja, in diesem Sinne danke ich mir immer fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, morgen, Mittag oder Abend. Denkt bitte daran, dass ihr den Daumen nach oben da lasst. Und wenn dich Tesla-Videos interessieren wie diese hier, dann solltest du auf jeden Fall diesen Kanal hier abonnieren. In dem Sinne, ciao. Was? In diesem Sinne sage ich schon mal danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, morgen, Mittag oder Abend. Und in diesem Sinne sage ich wie immer, cheers. Was? Geil wäre, wenn man die Tesla-Cams aufschalten könnte. Gibt es da keine Schnittstelle? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, jetzt aber Feierabend hier. Haut da rein. Ich muss den Platz frei machen, weil sonst kann hier keiner laden, verstehst du? Cheers. We'll be right back.